Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal hier bei Comike. In meiner Projektserie Keller trockenlegen bin ich aktuell in der zweiten Woche und möchte euch mit diesem Video einen kurzen Überblick geben, was sich in der Zwischenzeit bereits getan hat. Bleibt dran, gleich geht's los. Ja, ihr Lieben, mittlerweile sind die Flaschen insgesamt dreimal aufgefüllt worden. Ein letztes Mal vor knapp 10 Minuten habe ich alle Flaschen nochmal neu nachgefüllt und wieder in die entsprechenden Bohrlöcher reingesteckt. Ihr seht, dass einige Löcher leer sind. Das hatte ich ja im letzten Video schon angedeutet. Wenn die Löcher zu flach oder zu falsch gebohrt sind, wie auch immer man dazu sagen möchte, dann läuft die Flüssigkeit eben dann doch mal vorbei, was äußerst selten passiert mit den Flaschen, aber es ist mir passiert und deswegen habe ich diese Flaschen einfach weggelassen. Was ihr darüber hinaus sehen könnt, ist, dass hier eine ganze Menge an Flaschen auch rausgenommen worden ist, obwohl der Fußboden gar nicht so sehr überlaufen wurde. Das liegt aber in diesem Bereich einfach daran, dass direkt unter dieser Wand in dem Keller, der sich hier noch einmal unten drunter befindet, ein Kellerfenster eingemauert worden ist und an der Decke dieses Kellerfensters diese Silikatflüssigkeit bereits herausgetropft ist. Das heißt, die Wand ist komplett durchfeuchtet, die Flaschen sind auch immer relativ schnell leer gewesen und um das Ganze ein bisschen effektiver zu nutzen, habe ich diese Flaschen außen vor gelassen, bis auf diese eine in der Mitte, da passiert ganz wenig bis gar nichts, die lasse ich drunter, um dann einfach das Mauerwerk noch weiter aufsaugen zu lassen. Ja, und wie sieht es aus mit der Feuchtigkeit, beziehungsweise gab es schon einen Fortschritt mit diesem ganzen Projekt? Ich habe aktuell im Raum hier eine Temperatur von 10,9 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von 76%, wie sie hier aktuell läuft. Und wenn ich jetzt mal hier unten in meine Vergleichszone schaue, seht ihr, da ist das noch nicht so viel besser geworden. Aktuell 9,4 Grad und 88% relative Luftfeuchtigkeit. Jetzt muss ich dazu sagen, wir befinden uns im letzten Drittel des Januars und aktuell haben wir Außentemperaturen von ungefähr minus 6 Grad. Das wirkt natürlich auch auf das Klima in diesem Raum ein wenig ein. Das heißt, wenn die Temperatur fällt und die Feuchtigkeit an sich mehr oder weniger konstant bleibt, dann ist die relative Feuchtigkeit, so wie sie dieses Thermometer, dieses Hygrometer anzeigt, dann doch höher, weil dieses Gerät berechnet das Ganze ja aus der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit diesen relativen Wert. Und da kann es schon sein, dass sich vielleicht sogar etwas bessert, obwohl die Anzeige schlechter wird. Andererseits, vielleicht rede ich mir das Ganze auch noch schön, ich weiß es nicht. Wenn jemand was Genaues zu sagen kann, immer zu, dafür gibt es die Kommentare hier im Video. Wir können also einfach mal eins testen, indem wir an den Musterstein gehen mit meinem Feuchtigkeitsmessgerät. Ja, und schauen mal, hat sich was getan. Ich halte das Ganze ran und ihr seht, die Skala steckt, ja, die schwankt aber recht stark. 1,4. Hier etwas mehr. Etwas weniger. Aber der Wert ist in etwa so, wie er vor einer halben Woche war, als ich ja den zweiten Teil des Videos euch schon präsentiert habe. Zum Vergleich jetzt hier drüben mal. Na, da seht ihr nach wie vor außerhalb der Skala. Und auch hier, wo der Putz noch richtig dran ist, außerhalb der Skala. Und der Bereich hier unten drunter, wo ihr die zwei dunkleren Reihen nach wie vor gut sehen könnt, denke ich mal, da ist die Feuchtigkeit nach wie vor auch außerhalb der Skala, da brauche ich gar nicht erst messen. Was ich jetzt aber insgesamt schon bemerkt habe, ist, dass die Feuchtigkeit sich über die Fugen nach oben zieht. Das heißt, die Steine saugen sich jetzt komplett voll, die Mörtelfugen sind bereits vollgesogen. Man sieht es hier, es gibt jetzt Ausblühung, so weiße, das heißt, da wo das Ganze Mittel sich praktisch dann ja, verdunstet und dann diesen Rückstand lässt, der das Ganze ja wasserabweisend macht, da färbt sich das Ganze ein. Auch dieser Bereich, diese Steine hier insgesamt, haben doch in der Farbe deutlich ins Hellere zugenommen. Und ich denke, man sieht es hier sehr schön, diese Abdrücke, ja, wie die Fugen jetzt hier so farblich sich hervorheben ins Dunkle, weil eben diese Feuchtigkeit an diesen Stellen mit hochwandert. Das spricht dafür, dass das Mittel sich zumindest, was die Verteilung angeht, bisher bezahlt gemacht hat.
Ob das Ergebnis passt, das werde ich ja erst viel, viel später sehen, denn wie schon bereits in den anderen beiden Videos erklärt und gezeigt, ist es hier so, dass dieses Mittel lediglich die Wand abdichtet, dass keine neue Feuchtigkeit von unten her nachziehen kann. Aber die Feuchtigkeit, die bereits in der Wand ist, die muss natürlich zunächst einmal ganz normal verdunsten. Die muss über die Oberfläche in den Raum abgegeben werden. Und jetzt im Winter mit geschlossenen Fenstern hier passiert da nicht wirklich viel. Ein kleines Bild noch vom Fußboden. Hier drüben, wo mir die Flaschen ja doch recht kräftig ausgelaufen sind, da seht ihr mittlerweile hier so einen kleinen, ja, Kristallsee, möchte ich fast sagen. Diese Flüssigkeit dunstet aus und hinterlässt dann in dem Rahmen ein, ja, dieses Weiße hier, dieses Dichtmittel, was das dann wäre. Ja, also dahingehend meine Hoffnung nach wie vor, dass es hier über den Fußboden auch aufgenommen wird, über diesen Betonboden, und dann eben dennoch die Feuchtigkeitssperre aufbaut. Tja, zweite Woche ist fast rum und die Flaschen, das seht ihr hier im Hintergrund nochmal, habe ich alle aufgefüllt, bis oben an die Grenze erneut reingesteckt. Und nun heißt es erneut eine Woche warten und jede Flasche, die dann eben nach einer Woche immer noch mindestens zur Hälfte gefüllt ist, die werde ich dann aus den Bohrlöchern entnehmen und werde sie an anderen Stellen in den Wänden platzieren, zum Beispiel hier drüben, wo bisher noch gar nichts passiert ist. Viel mehr gibt es in dem Moment gar nicht zu berichten, weil viel mehr ist noch gar nicht passiert. Das heißt für euch, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert meinen Kanal, klickt die Bimmel, um kein neues Video zu verpassen. Und sobald ich Neuigkeiten habe, in der Woche 3, 4, 5 und so weiter und so fort, lade ich ein neues Video hoch und ihr seid auf jeden Fall dabei. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen dieses Kurzvideos von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.